Man unterscheidet zwischen zwei Formen der Geradengleichung, Normalform der Geradengleichung und allgemeine Form der Geradengleichung. Also beide geben einfach die Gleichung für eine Gerade an. Normalform wäre theoretisch, wenn wir zum Beispiel y gleich kx plus d haben. Zum Beispiel y ist gleich 2x plus 4. Die allgemeine Form ist, wenn wir die Form haben a mal x plus b mal y ist gleich c. Also wenn wir alle Terme mit x und y auf der einen Seite sammeln. Hier, wenn wir hier eine Äquivalenzumformung machen, also wir machen hier minus 2x, dann hätten wir hier minus 2x plus y ist gleich 4. Dann haben wir schon a x ist minus 2, b wäre dann 1 mal y ist gleich c, 4. Und das ist dann die allgemeine Form. Es gibt natürlich Zwischenformen und sowas auch, aber wenn man zum Beispiel ein Gleichungssystem oder sowas löst mit der Additionsmethode oder sowas, ja, dann tun wir ja oft alle Terme mit x und y auf der einen Seite, die Konstante auf der rechten Seite und löst es dann, das Gleichungssystem so. Und das sind sozusagen zwei Grundformen für eine Geradengleichung. Y gleich kx plus d ist sehr gut, wenn man die Gerade zeichnen will im Koordinatensystem. Oder ax plus by gleich c. Zum Beispiel, wenn man Gleichungssysteme lösen will, wenn man mehrere Geradengleichungen hat.